Und es geht weiter aus der Welt von Twin Saga. Was ist denn nur mit Pippi Naseweis los? Warum? Ich wollte mich hier dran stellen für ein schönes Intro-Bildchen. Dann beschwöre ich noch flott Pippi Naseweis. Plötzlich stellt sich der, die das einfach darauf. Habe ich dir das erlaubt? Komm runter da. So, das ist der Gefährliche hier oben. Gut, es geht weiter. Ich muss hier ein paar Krieger, ein paar Wachen besiegen und natürlich leveln. Ich bin zwar Level 42, aber mein Schütze muss steigen. Ich will jetzt echt ein bisschen voranschreiten, demnächst eventuell, weiß nicht, wie lange es dann später noch dauert, aber wenn das in dieser Geschwindigkeit so weitergeht, demnächst eventuell das Maximallevel erreichen. Das ist jetzt die 13. Folge, wenn mich nicht alles täuscht, und ich bin Level 42. Das heißt, in der 26. bin ich Level 84. 84 gibt's nicht, das heißt, nach 26 Folgen bin ich durch, oder wie? Nö, Quatsch. Also mal schauen, das dauert später bestimmt noch ein bisschen länger, aber so in diesem Rhythmus. Täglich ein Video, manchmal alle 2 Tage und dann kann ich immer die ganzen Dailies abstauben. Da levelt man schon sehr schnell. Ich weiß aber auch gar nicht, ich glaube, ich kann die Story nicht irgendwie überspringen, dass ich sozusagen in meinen Levelbereich komme oder so. Das ist nicht möglich. Ey, wenn man da mal so drauf achtet, man erkennt ja da nichts und ich bin so gut wie alleine. Samuel ist noch da. Wenn ich dann in einer Gruppe bin, sagen wir mal, 4 Leute und jeder hat einen Senshi und jeder hat 1000 Effekte. Huiuiuiui. So, noch Krieger. Das sind Wachen. Nein, ich suche Krieger. Wo sind denn die Krieger? Das gibt's hier wohl nicht. Und hier links taucht immer eine serverweite Meldung auf und zwar bezüglich des Videowettbewerbs. Konichi Wunderland ist offen. Schließt in 20 Minuten. Soll ich da rein? Ich war heute noch nicht drin. Kann man da täglich einmal rein oder immer, wenn es öffnet? Wo sind denn jetzt? Kommt schon, gib mir noch 2 Krieger. Das gibt's hier wohl nicht. Wo sind die? Hier sind nur Wachen. Sind das Krieger? Die singen ein Liedchen oder so. Hier noch Wache. Mann. Oh. Kristallglas, das war doch für die Special Mission, für die geheime grüne Quest. Moment, da werde ich direkt mal das Gefäß inspizieren. Komm schon, gib mir ein geheimes Item. Du hast einen Madenkristall. Such weiter nach den anderen. Da gibt es nämlich 7 Stück an der Zahl, wenn mich nicht alles täuscht. So, und die muss ich alle sammeln, dann bekomme ich vielleicht wieder einen Titel oder irgendwie so in der Art. Genau, es gibt so einen Videowettbewerb. Und ich meine, würde sich anbieten, dass ich da mitmache. Aber irgendwie bin ich da kein großer Freund davon. Ich weiß nicht, ob es oft auch darum geht, irgendwie, wer hat die meisten Likes oder so. Aber dann heißt es wieder, yo, der Schilling hat gewonnen, weil er hier Videos macht über Twin Saga und weil er das pusht. Das gab es schon mal in der Vergangenheit. Also ich glaube, ich werde da nicht mitmachen, obwohl es schon irgendwie so einen Reiz hätte. Videowettbewerb, muss ich sagen. Aber das überlasse ich den Leuten, die etwas mehr Ahnung von Twin Saga haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Moment mal, ich will ja nicht zu weit weggehen, sonst resettet sich der Boss eventuell. Bekomme ich einen Titel oder so? Her damit. Irgendetwas. Yo, Kidsback, Bezwinger, erhaltener Erfolg. Hier gibt echt fast jeder Named Boss. Erhaltener Titel, Boss? Ja, das musst du mir nicht zweimal sagen. Ist der jetzt ganz unten? Nur hier ist er. Opfer und dann Boss. Maximale Lebenspunkte plus 40. Hey, das ist echt nicht schlecht. Ich habe 7440 nur von dem Titel. Also, welcher Boss bin ich denn? Ein ausgetrockneter Boss? Ein chaotischer Boss. Ich bin Speichern, der chaotische Boss Schilling. Täglich grüßt das Murmeltier. Täglich wechsle ich den Titel. So, dann hier kann ich irgendetwas fusionieren. Mache ich doch glatt. Habe ich anscheinend irgendwo Handschuhe bekommen. Jawohl. Hat leider noch nicht fürs Level-Up gereicht. Moment, wo sehe ich... Wow. Schilling, du Schlingel. Direkt alle Stellarite einlösen. Ich nehme jetzt die Rezepte auch. So, das erlerne ich und... Ach so, das dauert. Hier liegt was rum. Madenkristall, weil mein Inventar voll war. Nochmal, also 7 Stück benötige ich davon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 7 ist auch so eine magische, märchenhafte Zahl. Die 7 Zwerge auf den 7 Bergen. Dann die 7 Madenkristalle, wer kennt sie nicht? Jetzt ist die Sache, ich habe es nicht vergessen, Konichi Wunderland. Soll ich da rein?
paar Treuepunkte holen, aber ich bin so weit weg von Meridia aktuell. Und ich will hier eigentlich voranschreiten. Ansonsten mache ich fast nur irgendwie Meridia-Quests, Dailies, Schicksalsreisen, Konichi-Wunderland. Mein Charakter muss auch mal bei der Hauptquest voranschreiten. Ich bin hier bei der Level 28er, 30er und 38er Quest. Da muss es vorangehen. Ich kann das nicht mehr so machen. So, 7 habe ich davon. Drago, genau, der Drago war das. Der befindet sich auf der Karte hier irgendwo. Moment, warum ist das hier so groß alles? Merkwürdiges Glas. Drago da oben, den hole ich mir. Also, dem bringe ich mal die Kristallgläser zur Sicherheit. Wer weiß, vielleicht mache ich ja ein Glas am Weg kaputt. Ich nehme noch eins mit. Kann ja nicht schaden. Und jetzt auf ihn mit Gebrüll. Hier hat sich noch so ein Krieger versteckt. Das gibt's ja nicht. Wo seid ihr denn? Die sind selten. Immer nur Wachen. Und jetzt mal einen Krieger. Dann muss ich hier kurz warten anscheinend. Vielleicht ist das der einzige Spawn. Oder ich müsste irgendwo anders im Lager nachsehen. Da ist er ja schon wieder. Das ist ja die gute Sache. Der Respawn, der geschieht innerhalb von Millisekunden. Man muss nur einen Krieger finden, dann hat man sie alle. Kennt man einen davon, kennt man sie alle. Drago, halte durch, ich habe die Gefäße für dich. Hier sind sie und jetzt will ich aber einen fetten Titel mitten im Erfolg. Du hast dir so viel Mühe gegeben, Level up, sammle sie alle, ist der erhaltene Erfolg. Und was bekomme ich? Plündernd. Kurz nachsehen, ob der Titel auch Attribute verliehen hat. Plündernd, plündernd, plündernd. Hier. Crit plus 4, wer sagt's denn, hat sich gelohnt. Sauber. Okay, mit Bruno zu dem Mars sprechen. Halt, stopp, da ist was. Dichter spricht mit Greis. Boah, dieser Bart. Dieser Bart, nicht schlecht, nicht schlecht. Warum ist das keine spielbare Rasse zum Beispiel? So ein zwergischer Elf oder irgendwie. Okay, ich habe Samuel in den Kampf gerufen mal wieder. So, so. Achtung, das sind 1, 2, 3, 7 Zeilen. Okay, der Text war jetzt ein bisschen länger da. Und erhalten Erfolg, Altersunterschied. Na gut, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter, ist Dichter, wie auch immer. Ach, hier sind die ganzen Krieger. Ich wusste doch, irgendwo gibt es ein Kriegerlager. Hier sind die Krieger, drüben waren die Wachposten. Hätten wir das auch geklärt. Bruno, wie geht's dir? Wow, Samuel kann sich teleportieren. Wusste ich noch gar nicht. Silber bekomme ich hier wieder, ja, meine 10 vergeudeten Goldmünzen, die muss ich ja noch irgendwie wieder reinholen. So, was tut sich da? Ist das ein normaler Spieler? Ein normaler Spieler, sogar in einer Gilde, kein Bot, wow, 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 ist das krass. So, was war das? Ich bin jetzt wieder in einer einzelnen Zone. In einer einzelnen Zone. Hallöchen. Moment, ich will hier irgendwo ins Licht. Samuel, weg, tschüss mit Ü. Ach, schön, hier ein paar Screenshots. Okay. Dieses Kostüm oder diese Verwandlung hat die beste Sprunganimation der Welt. Ich, keine Ahnung, wie er das macht, aber er kann einfach, okay. Ja, die Screenshots sind im Kasten, das wird wohl das Vorschaubildchen. Das sieht einfach zu knuddelig aus, muss ich sagen. Okay, aber was soll ich machen? Ich soll Feuer legen. Wo bin ich denn hier, in welcher Zone? Ach so, gut, Goblin Magus. Ich bin einer von euch, ich gehöre dazu. Seht mal, oh, Pippi Naseweiß, ich muss dich... Du musst weg! Effekt abbrechen, Status entfernen, ja, ansonsten bemerken die doch, der Trank der Täuschung funktioniert perfekt. Da vorne sind die Totems. Wow, nur noch vier Minuten! Ah, hier sind die Totems, dann zünde ich mal das Feuer, bevor ich tot bin. Entweder Totems oder tot bin. Was machst du da? Hugo, wow. Die Maske aus Crash Bandicoot, genau. Äonenfeuer und... Oh je, ein Feuer! Ja, Hilfe, wir brauchen Wasser! Schon unterwegs. Hey! Die wissen sogar, wie es funktioniert. Tja, wem gehört diese Bombe hier? Was für Bombe? Tschüss! Bombe! Ich glaube, ich träume. Okay, was ist merkwürdiges Glas? Das habe ich schon. Berg... Warum ist das aber noch immer da? Das finde ich seltsam. Ich dachte, die man erledigt hat, die verschwinden von der Karte. Aha, 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 ist das doch nicht so, oder wie? Ja, anscheinend. Doch, aber der Diego, nein, Drago ist weg. Ach, das ist ein... Ach, das ist ein anderes Glas. Moment mal, das habe ich doch schon abgegeben. Die Öllampe, das habe ich doch erledigt?
Hä, das mit der Öllampe habe ich schon erledigt. Ich habe die Lampe jetzt wieder zerstört. Das war doch das mit Alibaba bzw. Bali Aba oder wie der hieß. War das nicht das doch? Ich bin mir ziemlich sicher. Oder? Egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier ein paar Priester kloppen. Nein, nicht dieses Glas. Da vorne ist noch ein Priester. Die singen alle. Moment, die beiden da drüben. Samuel, du darfst mal wieder mithelfen. Vielleicht sollte ich die doch. Ich dachte, ich bekomme in Zukunft, beziehungsweise relativ bald schon, irgendwie so meine nächste Senshi oder meinen nächsten Senshi. Aber dem ist anscheinend nicht so. Das heißt, vielleicht sollte ich einen von meinen... Wow. Wow, übertreib eben. Vielleicht sollte ich einen von meinen Senshi hochleveln? Ich weiß nicht. Ich will ja hier eigentlich kein Geld ausgeben. Deshalb sind diese Nahrungsmittel und so, oder was man da eben tun kann, die Freundschaftsjuwelen und so, die sind schon ziemlich wertvoll wahrscheinlich für einen Nicht-Payer. Gut, das sind einige Items, die ich fusionieren kann. Ist das im Kampf möglich? Fusion? Nein, natürlich nicht im Kampf. Das hätte mich auch gewundert, um ehrlich zu sein. Deshalb warte ich erstmal ab. Ich zoome da jetzt immer ein bisschen weiter raus, weil ansonsten erkennt man da echt nichts. Das ist ja krass. Bin schon gespannt auf einen Gruppendungeon irgendwann später mal. Ich meine, ich habe jetzt ein paar... falsche Taste. Oh, ein paar Leute auf meiner Freundesliste hier. Zerim ist Level 50 Schwertkämpfer. Level 50 ist schon eine feine Sache. Also ich glaube sogar, das ist das Charakterlevel und nicht das Klassenlevel. Mit Level 50 kann man da schon ein bisschen was anstellen. Da bin ich mir sicher. So, habe ich jetzt schon alle? Nö. 9 von 10. Einer noch. Der letzte. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder zu Bruno zurück oder zu wem auch immer. Nö, mit der verwundeten Roin muss ich sprechen. Oder dem? Da stand gerade verwundeter Roin. Ich dachte mir, das ist eine Frau. Wie auch immer. Gut, dann badam, bam, bam. Was gibt's noch so? Was gibt's noch so? Jetzt zu Bruno. Okay. Der kann einfach so durchlaufen, ohne dass die Wachen ihn angreifen. Ah, das sind schon drei. Das sind schon drei. Zack, drei Zacker. Die sind auf Zack. Was macht der jetzt? Hui. Hä? Okay. Auf diesen Effekt habe ich gewartet. Ich dachte mir ja. Und jetzt? Jo, der richtige Obermacker. 1, 2, 3, 4 Wachposten bewachen ihn. Ja. So viele Securities hat nicht mal Kim Kardashian an ihrer Seite. Gut, das ist erledigt. Und ich bekomme mal wieder Verstärkungsrollen. Zordig. War das der, den ich besiegt habe? Nö, das war der nicht. Angriff. Auf ihn mit Gebrüll. Da ist er auch schon. Komm, 1 gegen 1, aber ohne Treten, du Noob. Morgen 16 Uhr vorm Schulhof. Na, wie sieht's aus? Oh. Rest in Pepperonis. Dieses Schicksal soll meinem Helden natürlich nicht passieren. Diese Spinne. Dieser Block, diese Minecraft-Spinne. Was war das? Ich will das nochmal sehen. Wo ist die Spinne hin? Die war das Beste an dieser gesamten Animation. Hier ist sie doch. Da ist sie. Was zur Hölle ist das für ein Teil? Egal, wie auch immer. Erstmal die ganzen Skills durchspammen, ihn mit Dots belegen, Debuffs drauf, alles drauf. Und zu guter Letzt Ulti. Jawohl, ja. So läuft das. Und das Ganze nochmal von vorne. Zwischendurch nicht vergessen, auch mal ausweichen. Was war das für ein Fragezeichen? Riesiges Fragezeichen am Start. Ich habe die Aggro, aber er kommt mir nicht hinterher, wenn ich zurückspringe. Der ist zu langsam. Viel zu langsam, der Kollege. Und Samuel macht auch gut was her. Dieser Angriff, dieser Drehangriff, der ist mir in den letzten Folgen gar nicht so aufgefallen. Vielleicht, weil ich ihn ab und zu nicht beschwört habe. Und da geht er down, da liegt er am Boden. Ja, da ist er tot. Ach, manche können sich tatsächlich teleportieren. Ihr zwei fesselt ihn, aber zackig. Sie sollen zackig die Zacker fesseln. Verstehe, no pun intended. Schilling, ich bin schnell hergekommen, damit du nicht alleine kämpfen musst. Du hast eigentlich nicht mitgeholfen, aber trotzdem Dankeschön. Da hinten, Dias. Schnell abbauen. Du hast es ganz alleine geschafft. Na, immerhin bemerkt er, so wie es war. Nehmen wir den Goblin für ein Verhör mit zurück.
Humpf. Ja, dann machen wir das. Aber ich glaube, viele Worte wird er nicht mehr von sich geben können. Der sah ziemlich tot aus. Gut. Ende im Gelände. Bessere Verstärkungsrolle bekomme ich hier jetzt. Was ist denn das für ein Portal? Das sieht aus wie ein Dungeon. Ist das ein Dungeon? Mir nach, Soldaten. Erstmal hier Fusion. Da wird auch direkt Inventarplatz eingespart. Auch wenn es wahrscheinlich relativ unnötig ist hier. Habe ich sonst noch was? Hier Handschuhe. Kann ich zweimal fusionieren. Nummer 1 und... Ach so, der macht gleich beide auf einmal. Du bist ja ein schlaues Kerl. Moment, ich muss jetzt hier... Mach hinne. Interface und... Wo ist sie? Hä, weg da. Wo ist sie? Ich habe sie verpasst. Da ist sie. Ach, die kann sich gut tarnen. Die kann sich sehr... Was ist das? Oh Mann. Okay. Ein Tierportal in eine andere Welt. Ich bin schon gespannt, wo es da hingeht. Da geht es aber dann nicht mehr jetzt hin, sondern einfach in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.